Jo, was geht, Leute, was geht? Ich grüße euch. Wir kommen mal wieder zu einem etwas anderen Video, etwas anderes Format, etwas andere Art. Check das mal ab. Heute Morgen, ich bin aufgestanden, ich habe meinen Augen nicht geglaubt. Alles voller Schnee. Alles. Wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Ich war gerade eben noch draußen, musste noch ein paar Erledigungen machen. Dann noch mit meinem Bike bin ich durch den Schnee gefahren. Und ich fand das so satisfying und so erfrischend. Erst habe ich so gedacht, ich habe keinen Bock da rauszugehen, ich habe keinen Bock das zu machen. Jetzt wieder durch die Kälte, mein Bike, dies, das, jenes. Aber wie ich mich dann aufs Bike gesessen habe, war ich direkt so at peace und es war friedlich, es war geil, es war was anderes. Und so, und manchmal, wir kennen das alle, das Leben stresst uns einfach nur und wir müssen dann so gewisse Dinge tun, damit wir nicht ausrasten. Bei Hand aufs Herz, was machen die meisten Leute, wenn das Leben sie stresst? Die rasten aus, wissen nicht, was sie tun sollen, verzweifeln, Kummer und sowas, Sorge und sowas. Die ganze Zeit kreisen dir diese Gedanken und sowas. So, du musst gewisse Dinge tun, wenn das Leben dich gerade stresst. Du darfst nicht ausrasten und jetzt hier ausatmen, oh, jetzt hier komplett am Rad drehen, nur weil gerade alles schwer ist, nur weil gerade viel Stress um dich herum ist oder in deinem Kopf ist, egal wo der Stress herkommt, aber du musst dir eins klar machen. Du brauchst gewisse Dinge im Leben, die dich wieder runterbringen. Für mich ist das mein Bike, einfach mal mein Bike zu fahren und sowas. Das ist für mich satisfying, Musik zu machen, diese Videos hier zu machen, Lives und sowas. So generell diesen Content hier, Leuten, euch zu helfen und sowas. Das erfüllt mich, was erfüllt dich? Du musst Dinge tun, die dich erfüllen, die dich wieder erden, weil im Leben oftmals das Leben versucht, dich kaputt zu machen. Hand aufs Herz. Das Leben, jeden Tag passieren Dinge oder können Dinge passieren, die irgendwie in irgendeiner Art deinen Erfolg sabotieren, dein Leben ruinieren, deinen Ruf zerstören, dein Ding einfach kaputt machen, dein Leben einfach kaputt machen. Es kann jeden Tag irgendwas passieren, was dein Leben zerstört. Und du musst einfach vorbereitet sein, A und B. Du musst lernen, deine Emotionen zu kontrollieren, weil so viele, die können ihre Emotionen nicht kontrollieren. Und sobald es schwer wird, rasten die aus, wissen nicht, wie die reagieren sollen darauf. Deswegen im Leben geht es immer darum, wie reagierst du auf den Stress um dich herum? Wie reagierst du auf die Dinge, die dir passieren? Und viele reagieren einfach nicht gut. Deswegen, wenn gerade momentan alles stressig ist, alles schwer ist, alles eklig ist um dich herum, dann finde Dinge, die dich wieder erden. Vielleicht ist es Meditation. Du musst auch wieder mit dem Zeugs anfangen. Meditation, Sport machen, mal rausgehen, nicht so viel zu Hause sein, mal mit Leuten treffen, Freunde oder sonst was, Familie, was weiß ich, Geliebte. So, mal was anderes machen, Tapetenwechsel. Vielleicht musst du auch jetzt mal die Stadt verlassen, das Land verlassen, Urlaub machen, was weiß ich, keine Ahnung, muss einfach mal raus, mal weg, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber irgendwas musst du tun, um dich wieder zu erden. Weil wenn du nicht mit diesem Stress da umgehst, dieser Stress wird dann irgendwann vielleicht zu Hass und Zorn und Wut und Angst und Trauer und was weiß ich alles. Ja, weil vielleicht ist jemand von dir gegangen. Das stresst dich so. Am Anfang, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, und irgendwann zerfrisst dich so diese Trauer und sonst was. So, das meine ich beispielsweise. Oder irgendwie, du hast gerade deinen Job verloren und so und weißt nicht, wie du deine Rechnungen jetzt bezahlen sollst oder sonst was. Amt hilft dir auch nicht wirklich so. Was weiß ich, keine Ahnung. Leben ist gerade irgendwie stressig. Was machst du jetzt? Rastest du jetzt aus? Machst du alles noch stressiger dadurch und verursachst noch mehr Probleme? Oder bleibst du cool und sagst, weißt du was? Ich schaff's dadurch. Ich schaff's durch diese schwere Zeit. Ich schaff's durch diesen Stress. Ich schaff das. Ich schaff das dadurch.
Weil ich habe das vorher auch immer geschafft. Warum soll ich es jetzt nicht schaffen? Das musst du dir sagen. Das ist nicht. Ja, es ist in so einer gewissen Art sich selbst anlügen. Manchmal muss man sich selbst so ein bisschen triggern. Ich wollte eigentlich. Eigentlich wollte ich euch noch das von draußen zeigen. Deswegen, das bringt euch vielleicht jetzt auch so ein bisschen, keine Ahnung, mal ein bisschen anderer Format, dieses Video. So die ganze Zeit nur so steif die Videos machen, das bin ich nicht. Ab und zu muss mal frischer Wind hier rein, mal ein paar andere Videos, anderer Content und sowas, was auch mal gut, wie es schon heißt, das Soul Channel gut für die Seele ist. Einfach mal sowas zu sehen. Sieht man ja auch nicht alle Tage, deswegen. Moment, ich zeige euch mal. Seht ihr die Schneeflocken, wie dick die sind? Das sind richtig dicke Flocken. Das ist crazy. Hier alles voll. Ja, die Schneeflocken, die sind richtig dick. Die sind richtig, das sind so richtige, man kann die so richtig fett sehen. So fallen die. Ich sehe hier gerade raus aus dem Fenster. Die sind so richtig fett. Deswegen eben, wie ich da durchgefahren bin. So, wenn die, wie die mir so ins Gesicht, das hat man schon gespürt. So, aber das ist jetzt nicht das Thema. Das war auch so ein bisschen satisfying. Ich sag euch, ihr braucht Dinge im Leben. Egal was das ist. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt. Das Video ist jetzt nicht durchgeschüttelt. So, ihr braucht definitiv Dinge im Leben, die euch wieder runterholen, die euch wieder so auf den Nullpunkt bringen. Weil wenn du die ganze Zeit dann so diesen Stress in dir lässt und sowas nicht damit umgehst, dieser Stress wird dich zerfressen. Und je nachdem, woher der Stress kommt, wie gesagt, vielleicht ist es Trauerstress oder Frustrationsstress. Oder Liebeskummerstress oder Job verloren Stress oder die Familie spielt gerade gegen dich Stress oder die Freunde sind gerade gegen dich Stress oder Stress, weil du die Freunde verloren hast, Stress. Was weiß ich, woher der Stress herkommt, aber irgendwann wandelt es sich in eine gewisse andere Emotion um, die dann quasi so aus diesem Stress so resultiert, so quasi, du hast dann das Endresultat, du hast diesen Menschen verloren, daraus ist Trauerstress geworden, aus diesem Trauerstress ist jetzt eine Depression oder sowas geworden, weil du in diesem Trauer quasi so gefangen bist und das hat dich so eine tiefe Trauer-Depression versetzt auf jeden Fall und das darf doch nicht passieren beispielsweise. Oder was weiß ich, du hast irgendwie deine Freunde verloren und jetzt lässt du dich komplett hängen oder bist auf alles wütend. So, das kann passieren mit Menschen, die nicht wissen, oder das wird passieren mit Menschen, die nicht wissen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollen. Du musst lernen, im Leben mit deinen Emotionen umzugehen. So. Du musst das lernen. Du hast keine andere Wahl. Weil, wenn du diesen Emotionen dein Bestes gibst, so, du wirst immer nur das Schlechteste bekommen, weil du steckst deine ganze Energie so in diese Emotion da, diese Wut oder diese Frustration oder diese Trauer, diese Angst und hast keine Energie für was anderes. Deswegen, du brauchst vielleicht mal einen Tapetenwechsel, musst mal was anderes machen. Nicht die ganze Zeit, das machen so viele. Nicht die ganze Zeit im Schmerz bleiben. Im selben Schmerz. Und du weißt, dieses Umfeld ist nicht gut oder diese Freunde sind nicht gut oder was auch immer es ist in deinem Leben, was nicht gut ist. So, ich wollte eigentlich euch nicht so meine Welt oder unsere Wäsche hier zeigen, aber ey, it is what it is. Ja, das ist jetzt Real-Life-Video, aber I don't give a F. It's real. Ja, wer es nicht mag, oh, das ist voll hier unauthentisch. Was für unauthentisch? Authentischer geht's gar nicht. So, mit der Wäsche im Hintergrund, und, egal. Ja, es geht um die Message. Deswegen hör zu, es geht um die Message. Nicht auf die Wäsche gucken. Hier, hören. Du brauchst was im Leben, das dich wieder erdet. So viele machen das falsch und die reden nur über ihre Probleme und regen sich auf und was weiß ich. Und wie gesagt, und daraus wird dann irgendwann ein viel größeres Problem, viel mehr Stress und dies und das. Und die Leute machen es nur noch schlimmer mit der Zeit eigentlich.
Die denken, die machen was dagegen, indem sie darüber reden. Aber eigentlich machen die es nur noch schlimmer. Weil eigentlich tatsächlich machen sie nichts dagegen. Deswegen, wenn gerade das Leben dich stresst, A, du musst dir den Stress aus dem Weg räumen, egal was es ist. Wie gesagt, ja, wenn du einen Menschen verloren hast und daher kommt der Stress, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, dann musst du das verarbeiten. Du darfst nicht dieser Emotion dein Bestes geben. Du darfst nicht zulassen, dass diese Emotion dein Bestes bekommt und du für dich selbst nur noch Restenergie übrig hast oder gar keine Energie übrig hast, weil du alle Energie in diese Emotionen da gesteckt hast, in diese Trauer, in diese Frustration und was weiß ich alles. So viele machen das falsch und das ist nicht der richtige Weg. Du musst es verarbeiten. Egal mit was, ja, mit Sport, mit richtigen Menschen drüber reden und dir quasi Tools geben lassen, die dir dein Leben verbessern und nicht nur reden und nichts machen, nein, reden und handeln. Das meine ich mit den Richtigen drüber reden, weil die Richtigen werden dir dann sagen, wie du das dann verarbeiten sollst und nicht, ja, ich verstehe dich, weil so viele, die umgeben sich dann nur mit Ja-Sagern, die dir sagen, ja, ich verstehe dich, oh, du Arme, und du kriegst diesen ganzen Mitleid, aber richtige Hilfe bekommst du nicht. Und die Leute umgeben sich nur mit solchen Menschen und automatisch entsteht nur noch mehr Stress. Weil man eigentlich nichts regelt, man macht es nur noch schlimmer. Weil man immer mehr in diese Opferrolle fällt. Oh, jeder hat Mitleid mit mir, da muss ich ja wirklich ein Opfer sein. Wisst ihr, was ich meine? Jeder fühlt ja sich schlecht wegen mir oder sonst was weiß ich. Du verfällst immer mehr in diese Opferrolle. Hör auf, dich mit diesen Losern zu umgeben. Umgib dich mit besseren Menschen, die Besseres für dich wollen. Und nicht nur mit so Ja-Sagern, die nur Ja und Amen sagen und oh, du armes Ding und dir nur falschen Mitleid geben. Nein, du brauchst Menschen, die dir mal in den Hintern treten vielleicht. Die dir sagen, was du vielleicht nicht hören willst, aber hören musst. So, deswegen. Vielleicht bist du gerade zu locker gewesen einfach im Leben. Keine Ahnung, was dein Problem ist, woher der Stress kommt. Vielleicht hast du den Stress selbst verursacht. Ich kenne es, wir kennen es alle im Leben. Das Leben ist nicht immer so und stagniert und ist alles gleich und jeden Tag alles stressfrei. Nein, oftmals haben wir nun mal Stress. Und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, wird dieser Stress dich zu etwas machen, was du niemals sein wolltest. Das will ich einfach nur damit sagen. Deswegen, du musst deinen eigenen Filter haben. Wie gesagt, manche Leute gehen ins Sport. Manche Leute reden mit den richtigen Menschen, holen sich die Tools, die sie brauchen und bearbeiten ihre Probleme oder verarbeiten das. So, manche Menschen, die gehen in Therapie. Manche Menschen, die, was weiß ich, ihr wisst, was ich meine. Jeder verarbeitet es auf seine eigene Art und Weise. Du musst deine eigene Art und Weise finden. Aber ständig nur drüber reden und nichts machen ist nicht der richtige Weg. Sei nicht wie die meisten. Andererseits, die machen nur das. Die lösen keine Probleme. Die machen das Problem. Die machen aus einer Mücke einen Elefant. Und regen sich die ganze Zeit lieber auf. Dies, das, anstatt mal was zu verändern. Ja, ich habe voll zugenommen und dies und das Essen wird immer fettiger und bla. Hör auf, fettiges Essen zu essen. Ja, aber ich kann ja nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber es schmeckt ja gut und ich kann ja auch nicht verzichten. Ich muss ja auch leben und bla. Und du kannst diesen Menschen nicht helfen. So kommt es mir bei manchen Menschen vor. Die wollen nur Drama schieben. Sei keine Drama Queen. Mach nicht aus einer Mücke und Elefant, weil manchmal, ich sage jetzt nicht immer, aber manchmal, oftmals, sind die Probleme gar nicht so groß, wie wir sie darstellen oder wie wir sie sehen. Wir sehen jetzt dieses Riesenproblem, aber dabei ist es vielleicht gar nicht so riesig. Vielleicht sagt dir nur dein Verstand, dass es so riesig ist. Deswegen, du musst lernen, mit deinen Emotionen umzugehen. Du musst lernen, deinen Verstand zu beherrschen, dich selbst zu beherrschen, weil sonst werden dich diese Emotionen beherrschen, dieser Stress wird dich beherrschen, diese schwere Zeit wird dich beherrschen. Deswegen, und das darf nicht passieren, du musst lernen,
mit dir selbst klarzukommen. Du musst lernen, ja, mit dir selbst klarzukommen quasi. Du musst lernen, wie es ist, alleine zu sein. So, du musst lernen, mit dir selbst klarzukommen, sodass du alleine sein kannst. Und nicht dann die ganze Zeit, wenn du alleine bist, die ganze Zeit so in diesem Stress und so viele können nicht alleine sein, weil wenn sie alleine sind, dann denken sie ständig nur, oh, ich bin ein Loser, oh, dieser Stress, oh, Hass hier, oh, Hass da, oh, Sorgen hier, oh, Sorgen da, müssen sich ständig ablenken mit irgendwelchen anderen Menschen. Wenn das dein Problem ist, musst du daran arbeiten. Sonst, wenn irgendwann keiner mehr da ist, auf wen willst du dann zählen, wenn du keinen mehr hast? Wenn nur noch du da bist. Du kannst auf keinen mehr zählen. Auf wen willst dann deine Probleme erzählen und sonst was? Da warnt er das. Deswegen komm mit dir selbst klar, weil so viele sind unter Stress nur deswegen. Auch nur deswegen. Weil sie nicht alleine sein können. Und machst ja die ganze Zeit Stress. Oh, ich muss mit jemandem reden. Oh, und bist deswegen ständig vielleicht unter Stress. Oh, ich muss mit jemandem reden. Ich muss jemanden mit meinen Problemen hier voll zu bombardieren. Hör auf, egoistisch zu sein und jemand anderen mit deinen Problemen zu stressen. Wie wichtig bist du, dass du denkst, alle anderen müssen dir jetzt zuhören, nur weil du eine schwere Zeit hast. Oh, du armes Ding. Ey, du musst lernen, mit dir selbst klarzukommen. Sei kein kleines Kind mehr, das da rumweint direkt und nach Aufmerksamkeit schreit, direkt wenn es frustriert ist. Du bist erwachsen, du musst lernen, mit dir selbst klarzukommen, mit deinem eigenen Leben klarzukommen, mit deinen Problemen klarzukommen. Wenn du ständig dann, Hilfe, 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 was machst du, wenn dir irgendwann keiner mehr hilft? Oder wenn irgendwann keiner mehr da ist? Was machst du dann? Da kannst du noch so viel Hilfe, Hilfe, Hilfe schreien, es wird keiner kommen. Du musst dir selbst helfen, du musst deine eigene Rettung sein. Deswegen sei deine eigene Therapie. So, wie gesagt, ich habe mein Bike, ich habe meinen Sport, ich habe diese Videos, ich habe den Content, ich habe die Musik, ich habe gewisse Filter und Katalysatoren oder wie das heißt, so gewisse Filter, wo ich Wut filtern kann, Frustration, Angst oder sonst was, gewisse Blockaden löse und sonst was. So, und das musst du für dich selbst auf jeden Fall haben. Das ist jetzt so die Message hinter dem Video. Wenn du gerade oder generell, wenn du mit Stress viel konfrontiert wirst oder wenn generell dein Leben stressig ist und so, ist nicht nur gerade generell dein Leben ist stressig oder du machst dir immer viel Kopfstress und sowas. Du musst lernen, abzuschließen. Du musst lernen, runterzukommen, runterzufahren. Du musst lernen, so mit deinen Emotionen klarzukommen, mit deinem Verstand klarzukommen, weil wie gesagt, oftmals machen wir nur uns im Kopf zu viel Stress, obwohl es außen gar nicht so stressig ist. Manchmal ist das einfach nur dein Verstand, der dich trügen will, und manchmal haben wir einfach viel Stress und müssen nun mal damit klarkommen. Da musst du lernen, wie gesagt, mit deinen Emotionen klarzukommen, die Emotionen beiseite zu schieben, dich um deine Probleme zu kümmern. Weil das machen die wenigsten. Die konzentriert sich dann nur auf diese Emotionen. Oh, ich fühle mich traurig. Was machst du dagegen? Willst du jetzt die ganze Zeit in dieser Trauer bleiben oder willst du etwas verändern? Deswegen werde aktiv, verändere etwas und dein Stress wird weniger. In diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut für alle, die immer in die Kommentare schreiben, irgendwie Kontakt zu mir aufnehmen wollen oder sonst was. Guckt in die Videobeschreibung. Dort sind alle Links verteilt. In jeder Videobeschreibung eigentlich Shortclips, Live-Videos, solche Videos wie hier, normale Videos. Immer in der Beschreibung gucken. Dort sind alle Links verteilt, wo und wie ihr mich auf jeden Fall erreichen könnt. Ihr könnt auch gerne hier den Content unterstützen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Ihr könnt liken, abonnieren, teilen, alles. All das, ja. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch eine gewisse Message gegeben, auf jeden Fall. Ihr habt die Message verstanden. Es hat vielleicht mit euch resoniert, auf jeden Fall. Das hoffe ich doch. Und auf diesem Weg, auf dass ihr alle jetzt mit eurem Stress endlich so klarkommt, fertig werdet und sowas. Deswegen lasst dich nicht von diesem Stress so auffressen.
Dieser Stress darf dich niemals auffressen. Du musst dem Stress gewachsen sein. Du musst Manns genug für diesen Stress sein. Auch Frau genug, ja, auch Frauen haben Stress, natürlich, wir alle haben Stress. Und wenn du hier eine dünne Haut hast, direkt ausrastest, sobald Stress ist oder sonst was, dann musst du an dir arbeiten, musst gewisse Filter haben, wo du diesen Stress abbauen kannst. Das war die Message. In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal. Peace out.